Dann finden wir raus, was... Siehst du, ihm geht's gut. Dachte, ich verschwinde besser, als Thors Söhne auftauchten. Bitte behandelt den Wetzstein mit der größten Vorsicht, wenn ihr ihn habt. Er ist eine unbezahlbare Reliquie. Konzentriere dich jetzt auf den verdammten... Lass du den Scheiß. Ich mein's ernst. Er hat gegen unseren Onkel gekämpft und ist nicht tot. Vielleicht. Unser Onkel sieht schon seit Jahren nicht mehr klar. Solange Vater ihm glaubt, tun wir es auch. Also hör auf zu reden. Konzentriere dich und hilf mir, sie zu finden. Wir dürfen Vater nicht enttäuschen. Oh, ich scheuere dir gleich eine. Nein, wir dürfen Vater nicht enttäuschen. Jetzt such weiter. Okay. Laber. Und was geht hier so? Verbessern. Ja, aber das ist ja nicht die ich trage. Warum soll ich denn... Eieieiei. Warum soll ich denn etwas verbessern? Womit kann ich dienen? Das trage ich auch nicht. Das verstehe ich irgendwie nicht. Gehärtet, das war Stahl. Den habe ich halt nicht, gell? Meinen eigentlichen Ding kann ich auch nicht verbessern. Seltsam. Gutes Geschäft. Ich verkaufe, weil... Wozu sollte ich es brauchen, nicht wahr? Ressourcen behalte ich. Na schön, komm einfach wieder, Entschuldigung. Wenn du etwas brauchst. Ja, nerv mich nicht jetzt. Ich stehe zur Verfügung. Brustrüstung, Ascheregen. Seht ihr, sowas könnte ich herstellen. Aber es verschlechtert mich halt. Schwellender Schwefelset. Das ja, trage ich doch, oder? Nichts, was du nicht brauchst. Rüstung. Schwellende Schwefelpanzerhandschuhe, genau. Wie ich immer sage. Es verschlechtert mich aber alles. Bonusaktivierungschance auf Aura des Feuers erhöht Stärke und stellt Rüsten des Gesellers, um die Chancen zu erhöhen. Ich weiß nicht, ob es das wert ist. Minus Runen, minus Gesundheit, 11 Abklingzeit. Boah. Egal, ich will das Set. Epische Brustrüstung. 2 Plätze. Ha, ich kann es nämlich auch verbessern. Ja, Mann. So, ja gut, dafür fehlen mir jetzt die Asenfluch. Sowas kenne ich nicht. Aber verbessert ist das natürlich... Ascheregen. Schwellender Schwefelkampfgürtel. Du eventuell versuchen, das sauber zu halten? Das mache ich jetzt nur, weil... Scheiße, mir fehlen Feuerwappen. Egal. Bis zum nächsten Mal, Freunde. So, jetzt trage ich die Feuerrüstung. Und die kriegt jetzt gleich mal ihre Zauberplätze. Auf Gesundheitsschub. Malig, oder? Dass ich eigentlich immer nur so... Klingzeit, Abwehr, Vitalität plus... Ach, das trage ich schon, gell? Und nochmal ein Zauber. Das ist irgendwo ausgerüstet. Eieiei. Vitalität plus 4.
Glück plus 5. Erhöht die Aktivierungschance des Bonus, erhöht XP und Hacksilber. Vielleicht kann mir ja Glück auch mal ein bisschen helfen. Ah, nee. Ich will schon Abwehr haben. Entschuldigung, ich finde das wichtig. Ich finde Abwehr extrem wichtig, ehrlich gesagt. Behalten wir mal. Es ist jetzt nicht die beste, es ist mir schon klar. Das würde jetzt bestimmt auch besser gehen. Aber ich habe ein dumpfes Gefühl, dass wir gleich fighten dürfen. Gegen die Söhne Thors. Das nehmen wir auch noch mit. Fester hatte ich schon, okay. Und rein ins Vergnügen. Hallo. Wir kämpfen bestimmt. Das wird jetzt gleich ein epischer Bossfight. Wohin da? Ein Stück vom Meißel beschaffen. Beeilung! Wir schnappen uns ein Stück des Meißels, bevor sie etwas bemerken. So viel dazu. Ach du Scheiße. Junge. Ergib dich. Der Allvater verlangt es. Nein. Oida. Dies ist mein Kampf. Geh. Na, wo willst du denn hin? Oh nein, Bruder. Der Kleine hier hat einen Bogen. Was tun wir jetzt bloß? Wirklich? Sag mir nicht, was ich zu tun habe. Endlich! Der Mickrige gehört mir. Ihr Ficker! Warum? Das mit der Macht Asgards aufgeben. Du hast vielleicht einen Vater, Kleiner. Ich habe Verständnis mit dir. Wildschweine, flieg und sieg! Was geht denn jetzt ab? Bleib hinter mir, Junge. Warum verfolgt ihr uns? Was will Odin? Keine Ahnung. Komm her, Bastard. Papa hält dir jetzt nicht mehr die Hand. Halt die Klappe! Nenn mich nicht so! Arschloch. Unfassbar, dass du so lange überlebst. Ah, Mann! Klappe halten! Ich, Junge. Ach, komm, Arschlöcher. Ich übernehme den Schmerz.
Scheiße! Lass meine Mutter da raus! Sprich nicht über meine Mami! Hör nicht auf ihn, Kleiner! Er will dich nur reizen! Aber warum? Großsöhne könnten es gern versuchen! Kopf! Tut mir leid! War das zu viel? Aua! Hinter dir! Wie gemein das einfach ist! Aua! Junge! Konzentriere dich! Ich übernehme den Alter! Lass den Jungen in Ruhe, Mann! Er braucht Freya. Nein! Ruhig. Es geht schon. Boah, der Junge. Sehr gut, Alter. Kleiner. Niemand beleidigt die Mutter. Mir geht's gut, siehst du? Wir sollten ihn im Auge behalten. Beunruhigen? Trophäe.
Die Leviathan-Axt, cool, die habe ich. Leviathan hat 3 von 5 Frostflammen gesammelt, 4 von 5. Axtverbesserung verfügbar. Herzlichen Glückwunsch an mich. Lalalalalalalalala. Gib mir das. So ein kleines Stück reicht. Reicht das? Sollte reichen. Damit können wir die Weltenrune nach Jötunheim meißeln. Und euch an euer Ziel bringen. Übrigens, jetzt können all diese magisch versiegelten Türen geöffnet werden. Wie die gleich um die Ecke. Ihr könnt durch diese Tür jetzt, da ihr den Meißel habt. Ah ja, alles klar. Praktisch. Servus, Tür! Wo du geht's da hast jetzt hin? Magni getötet. Das hat er. Er war ein Gott, aber du hast ihn getötet. Ein rangniedriger Aase vielleicht, aber ja. Und sein Vater ist Thor. Nicht rangniedrig. Kein bisschen rangniedrig. Das wird man in Asgard nicht gut aufnehmen. Ich habe uns verteidigt. Sonst nichts. Ich fürchte kein Urteil. Ein Urteil? Nein. Aber Vergeltung ist eine Möglichkeit. Seit wann kann man einen Gott töten? Sind das normale Siegel, oder? Okay. Hallo Spiel, dir ist schon klar, dass mir noch 2 von diesen Siegeln fehlen. Ah, sehr gut. Ich kann magische Türen benutzen. Endlich! Ach so, ich muss jetzt da hochklettern. Ehrlich gesagt, hatte ich gehofft, ich kann jetzt erst noch die Siegel lösen. Da ist noch eins. Boah, es ist nur noch ein einziges Siegel, das zu lösen ist. Wo bist du? Was bist du für eine? Ah, nein! Da wollte ich jetzt nicht runterfallen. Achso, nein, das ist die Tür. Ah! Bringt das nochmal was? Nee. Nee, bringt nichts, okay. Ich glaube, ich muss da hoch, um das letzte Siegel zu finden. Das kann ich mir gerade nicht erklären. Oder ist es hier irgendwo? Da ist der Schmiedemaster. Das ist ein Eimer. Den machen wir auch mal kaputt. Aber hier ist kein Siegel. Wo ist Siegel? Ich möchte diese Truhe haben. Nein! Mann, ich wollte da nicht runterrufen. Wo ist denn der Scheiß? Ach, da. Na also, geht doch. Mal auf!
Eiskatalysator, ein Splitter eines Helgletschers. Mit ihm kann der Talisman der unendlichen Stürme verbessert werden. Den habe ich nicht. 25 XP, geil. Ah, 5000. Was denn? Hä? Was labert der? Der forscht mich, Junge. So, jetzt hat. Axt wollen wir verbessern, das war wichtig. Ja. Bitte behandle den Bettstein mit der größten Vorsicht. Moment, hier waren wir schon mal. Aber wie geht's zurück? Unbezahlbare Reliquie. Moment, hier waren wir schon mal, aber wie geht's zurück? Was führt euch zu mir, Freunde? Leviathan-Axt-Verbesserung. Geil! Na, es sind jetzt im Menü verfügbar. So, die ist jetzt auf Max. Was kann ich da kaufen? Achso, meine eigenen. Oh. Er zeigt mir das halt dann auch noch als neu an. Vollidiot! Ey, Vollidiot! Halt verbessern, wenn dann, gell? Klauenbogen, nope. Die Rüstung an meiner Brust auch nicht. An meiner Hüfte, die habe ich nicht ausgerüstet, gell? Wegen Vitalität, aber Stärke würde übelst hochgehen. Boah, es wäre schon übelst. Warum ist denn das, der sich ausgerüstet hat, da nicht? Talisman. Okay. Meinetwegen musst du noch nicht gehen. Doch, ich hau ab. Wie kommen wir zurück? Da unten ist noch eine Tür. Hab's schon gesehen. Hab's gesehen, gesehen, gesehen. Dra, 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 da, da. Alt, stopp. Ach so, deswegen, ja. Der verschlechtert mich halt. Das ist doch scheiße. Aber Fähigkeiten haben wir neue. Bamala! Fernkampf, Nahkampf. Den Widerstand gegen Unterbrechungen dieses Angriffs. Wessen Angriff? Ach, dessa. Gegen... Mhm. Das ist voll. Und den habe ich nicht. Was ist das so? Erhöht den gegen Unterbrechungen. Zielen und drücken Sie R2 um Leviathan-Axt. Ja gut, ich kaufe das jetzt mal. Auf 8. Alles klar, damit habe ich erst einmal alles geskillt, außer den Bogen. Und ich krieg noch eine andere Waffe irgendwann, das weiß ich auch noch. Da habe ich was mitbekommen. Ich glaube, dem Jungen geht's nicht so gut. Mir geht's gut. Mit dem geht's nicht gut. Wenn das so ist, alter Schritt. Das ist eine schöne Art zu reisen. Hey, hast du es gemerkt? Magni ist nicht zurückgekommen. Das ist interessant. Ich weiß, dass die Asen allein nach Valhall finden. Kein Walkürengeleit, keine Abfertigung an den Toren Helheim. Das könnte bedeutsam sein. Da ist doch... roter Schmodder. Da muss ein Smart rein. Da ist auch roter Schmodder. Also muss ich hier irgendwo roten Schmodder her. Hier! Na also. Roter Schmodder. Wie gewünscht. Dann erstmal du. Bam, Alter!
Symbol des Mutes. Okay, das klingt cool, aber ich glaube, das ist erstmal unnütz. Dann brauchen wir den roten Schmodder gleich nochmal. Erstmal schauen, was hier... Folge mir, Atreus. Nee, noch nicht. Jetzt chill mal kurz. Erstmal wollen wir das fertig machen, was es hier so gibt. Und zwar da oben. Da ist nämlich was, was man haben will. Zack. And it comes down. If you smell what the rock is cooking. So, bitteschön, mach das mal. Ha! Weltenriss! Los! Was ist das? Weltenstaub! Bin mir ziemlich sicher, dass der mal interessant wird für uns. So, wieder wechseln auf Strom und weiter geht's! Da, oh, wir nee. Sind wieder an der Hand des Riesen! Was? Was ist das hier? Die Fischer brachten den Tagesfang in diesen Hafen und über diese Vorrichtung gelangt ein Teil davon direkt in die Hauptküche des Jarls. Der Rest wurde sortiert und verkauft. Unter den Daumen ist ein Ausgang. Finde einen Weg dorthin. Der Daumen. Da ist ein Durchlass. Das schaffe ich. Na los, Junge. Hol den Daumen. Was macht der da jetzt? Weg zum Ausgang. Auf der anderen Seite. Hä? Macht der da jetzt irgendwas Sinnvolles oder steht er da nur rum? Ah. Macht es Sorgen, dass der so viel hustet, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich muss das kosten. Denn sonst kann ich den Aufzug nicht benutzen. Ha, ich bin so klug. Ich bin ja so klug. Klug, klug ist ein frisches Glück. Gott, jetzt müssen wir auf den... Hier ist nichts, okay. Aufzug. Zack. Axt! Kiste! Warum hustet denn der so viel? Er ist todkrank, der Junge. So. Das ist blöd, dass er dann sich immer hinhängt. Er kann sich auch einfach nur runterkicken. Das würde ja schon reichen. Nächstes Tor. Na los. Ist komisch, dass der das einfach weiß, wie es geht, gell? Schön. Wieder unter der Hand. Wir sind fast da. Aha, aber nur fast. Ach so. Muss da hoch, oder? Ja. Na dann. All das, was wir jetzt getan haben. Einen toten Riesen erklommen, mit einem Riesenhammer abgestürzt, böse Götter bekämpft. Was würde Mutter davon halten? Dass alles. Du es weit gebracht hast. Danke. Da ist kein Boot. Doch, da ist ein Boot. Na dann. Was jetzt? Vielleicht sollst du nicht mehr den Boot mal anziehen. Nein, es geht mir schon besser. Ich war nur etwas außer Atem. Wohin gehen wir jetzt? Jetzt, wo wir den Meißel des Riesen haben, müssen wir die Weltenrune nach Jirtin hängen lernen. Damit wir sie in das besondere Tor auf den Gipfel schnitzen können, um ins Land der Riesen reisen zu können. Kennst du sie nicht? Leider nicht. Aber die Schlange erwähnte, dass die Riesen das Geheimnis Tieren anvertraut haben.
Ist Tyrion nicht tot? Ja, aber seine verborgene Gruft ist nicht weit von ihm. Die Türen liegen unter seinem Tempel, seit Generationen im See versunken, bis unsere liebe Schlange ihr Gewicht verlagert hat. Dort finden wir die legendäre schwarze Rune von Whitney. Wir könnten uns weiter umsehen. Wir haben jetzt den Meißel und die Gruft läuft nicht weg. Lass uns das Boot doch nutzen. Werden sehen, Junge. Da hat er nicht ganz unrecht, gell? Klar könnten wir uns jetzt umsehen. Ich meine, wir haben noch einige Tore gehabt, die ich... Wollt ihr die Geschichte zu Ende hören? Ja, lass mal hören. Sota der Tapfere und sein Feuerschwert dazu bestimmt wären, Ragnarök Asgard niederzubrennen. Er ist dazu auserkoren, durch Thor oder Odin zu sterben. Doch... Einen Moment, bevor ich da jetzt... Dabei wird er den Schlag ausführen, der ihre Welt in Schutt und Asche legt. Und aus dieser Zerstörung kann die Welt neu gefunden werden. Bis dahin wartet er in Muspelheim, schläft niemals, sondern wächst seine Flammenklinge. Der tapfere, edelmütige Sulta, der weiß, dass ihn nichts als sein Ende erwartet. Ich muss kurz gucken, denn ich möchte dahin. All das, weil er sich dazu entschied, einem großen Kreislauf zu dienen, so viel größer als er selbst. Wenn du wahrhaft deine Bestimmung akzeptierst und die erforderliche Geduld und Opferbereitschaft aufbringst, wird dein Tag kommen. Glaubst du, wir erleben das, wenn der Tag kommt? Ich hab genug Kriege zwischen den Göttern gesehen. Aber du, kleiner Bruder, wer weiß? Wer weiß, wer weiß. So, warum fahre ich da hin? Ich habe euch was versprochen, und zwar gibt es doch diese Schatzkarte, also diesen versteckten Schatz. Und den möchte ich euch nicht vorenthalten. Und ich kann mich erinnern, dass der beim Muspelheim-Turm war. Und das ist ja jetzt wohl, bemerkt der hier. Die Schlange hat sie gefressen. Komme ich da auch irgendwie auf den Turm, oder? Nein, Hexenhöhle will ich nicht. Ich will auf den Turm da hoch. Und dann mache ich das im nächsten Part. Und dann habt ihr das zumindest schon mal gesehen und wisst, wie es geht. Ich sehe etwas im Wasser. Es ist mir gerade egal, Junge. Es ist mir so egal, Junge. Junge! Das ist mir Wurst! Hier. Da fahren wir jetzt nach oben. Dann beende ich diesen Part und wir sehen im nächsten Teil direkt am Anfang, hoffe ich, wie es funktioniert. Zumindest, ich komme hier gar nicht hoch, oder wie? Ist das... Okay. Ich weiß es nicht. Ich mache mich mal schlau. Wir sehen uns. Bis dahin. Tschö, tschö.